Sicher hast du das auch schon erlebt in deinem Glaubensleben, dass du merkst, beten ist so schwierig. Beten passt von der Zeit nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich beten soll. Und ich bin auch hier zu müde. Und es passt eigentlich jetzt überhaupt nicht in meinen Alltag. Ja, vielleicht heute Abend, wenn ich Zeit habe. Und schon ist dieser Gedanke, mit Gott zu reden, mit Jesus zu sprechen, einfach weg. In Gebetstreffen, stelle ich fest, ist es fast noch schlimmer. Denn viele Leute haben den Eindruck, wenn sie zum Gebetstreffen gehen, dann ist da so eine kollektive Müdigkeit. So ein, ach, ich weiß auch nicht, die anderen können so viel besser beten. Die haben so klangvolle Gebete. Die können ganze Textpassagen aus der Bibel auswendig runterbeten. Und wer bin ich? So klangvoll kann ich einfach nicht beten. Am besten, ich lasse es. Hauptsache, ich bin ja überhaupt gekommen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das eine Strategie des Feindes ist, dich mundtot zu machen, wenn es um Beten, um Reden mit Gott geht? Mundtot machen, das heißt übertönen, das heißt so viel wie schweigen, mach den Mund zu, halte den Mund, du hast nichts zu sagen. Das ist mundtot machen und es gehört zur Strategie des Teufels, dass wir Jesus nicht anbeten. Er mag das nicht, wenn wir den Vater erheben. Er mag es nicht, wenn wir auf den Heiligen Geist hören. Er mag es nicht, wenn wir Jesus über die Umstände unseres Lebens erheben. Und in der Bibel lesen wir, dass wir aufstehen müssen gegen diese Strategie. Das ist die eigentliche Lösung. Du musst aufstehen gegen dieses Gefühl, ich bin müde, jetzt passt es nicht, ich mag jetzt nicht. Das sind feindliche Gedanken, die dein Gebet stoppen sollen. Und in der Bibel lesen wir, gebt dem Teufel keinen Raum. Du musst dein Herz zuschließen vor diesem Mundtotmachen, vor dem, die anderen sind besser, ich kann ja nicht, sondern dass du sagst, ich stehe auf, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich stehe auf mit dem, was ich habe. Ich konzentriere mich darauf, dass der Heilige Geist Raum in mir bekommt. Er wird mich ins Gebet leiten. Wir lesen, der Vater sucht Menschen, er sucht Anbeter, die im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht solche Leute. Und proklamiere das, steh auf und sage, ich bin ein Anbeter Gottes. Ich will ein Anbeter Gottes sein, der den Herrn in Geist und in Wahrheit anbetet. Paulus ist ein großes Vorbild, finde ich. Er schreibt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freude. Weißt du, Gebet ist nicht eine Last. Es ist nicht etwas, was uns runterdrückt, sondern wir können in der Freude beten für andere, für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Ehepartner, für unseren Job, für unsere Finanzen, für alles, was unser Leben ausmacht. Bete mit Freude. Beten heißt reden mit Gott. Reden mit Gott, rede mit Gott. Rede mit Gott über die Dinge in deinem Leben. Lass dich mit Freude beschenken vom Heiligen Geist. Mit einer Freudigkeit zum Gebet. Dass du ein Anbeter wirst im Geist und in Wahrheit. Ich wünsche dir, dass du da ganz neu Raum für dich einnimmst. Gott hat mehr für dich.